Herzlich willkommen, Dr. Lammert. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Kammerpräsident, Herr Minister, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament, dem Deutschen Bundestag, dem Nordrhein-Westfälischen Landtag, dem Rat der Stadt Bonn, dem Kreistag Rhein-Sieg, verehrte Gäste. Geburtstage sind eine willkommene Gelegenheit, dem jeweiligen Jubilar zu gratulieren, Dank und Respekt zu sagen für die Leistung, die erbracht, jedenfalls erfolgreich bewältigt worden ist, und alle guten Wünsche für die weitere Wegstrecke mit auf den Weg zu geben. Dieser schönen Tradition will ich mich natürlich gerne anschließen, nicht nur persönlich, sondern auch im Namen aller anwesenden parlamentarischen Kolleginnen und Kollegen. Und ich tue das natürlich besonders gerne hier in diesem Saal, dem sicher schönsten Plenarsaal, den es in der deutschen Parlamentsgeschichte jemals gegeben hat. Der aber sicher nie gebaut worden wäre, wenn der Deutsche Bundestag zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gewusst oder auch nur geahnt hätte, welche großen Veränderungen in absehbarer Zeit auf uns zukommen würden. Und wie im Übrigen die denkwürdige Redeschlacht am 20. Juni 1991 im Vorfeld der Jubiläumsplanungen der IHK, 150 Meter Luftlinie von hier entfernt, 12-stündige Debatte mit über 100 Wortmeldungen, 106 zu Protokoll gegebenen Reden, darunter meine, Unzahl persönlicher Erklärungen und denkbar knappem Ergebnis. Wie diese damalige Debatte ausgegangen wäre, wenn sie nicht unter den beengten Bedingungen des Wasserwerkes stattgefunden hätte, sondern in der großzügigen Atmosphäre dieses Plenarsaals, darüber möchte ich jetzt gar keine Spekulationen anstellen. Jedenfalls hat die damalige Entscheidung Berlin enorm geholfen und Bonn nachweislich nicht geschadet, was damals die wenigsten für möglich gehalten hätten. Ich erinnere mich jedenfalls sehr gut daran, dass ich nach dieser damaligen Entscheidung viele Jahre jeden beliebigen Auftritt in Bonn oder Umgebung, zu welchem Anlass auch immer, mit einer ausführlichen Erläuterung beginnen musste, wie diese verhängnisvolle Fehlentscheidung eigentlich habe zustande kommen können. Während ich mir heute bei nach wie vor regelmäßigen Besuchen in Bonn und der Umgebung nicht nur diese Einleitung schenken kann, sondern regelmäßig zu Beginn darauf hinweise, fürchtet euch nicht, wir kommen nicht wieder, wir stehen dem stürmischen Entwicklung dieser Region sicher nicht länger im Wege. Und im Übrigen, Herr Kammerpräsident, habe ich dem, was Sie gesagt haben, auch der Minister gesagt hat, zur Frage geltender gesetzlicher Regelungen und dem Anspruch auf Verlässlichkeit schon deswegen nichts hinzuzufügen, weil das Zitat korrekt und einschlägig war, was Sie dazu vorgetragen haben. Meine Damen und Herren, 125 Jahre, das ist eine beachtlich lange Zeitspanne zwischen Deutschem Kaiserreich und der Bundesrepublik Deutschland als einem wiedervereinigten Nationalstaat in einer politischen Union von 28 West-, Mittel- und osteuropäischen Staaten. Dass sich in dieser Zeit im Ergebnis mehr verändert hat,
als gleich geblieben ist, muss vermutlich nicht erst in einer Festrede umfänglich erläutert werden, wie ich ohnehin vor dem unlösbaren Problem stehe, dem mit Abstand größeren Teil dessen, was bei einem solchen Anlass eigentlich unbedingt vorgetragen werden müsste, natürlich nicht vortragen zu können, weil das Zeitregime der heutigen Veranstaltung noch grausamer ist als die berüchtigten Zeitmaße von Plenardebatten im Deutschen Bundestag, sowohl hier zu Bonner Zeiten wie jetzt in Berlin. Aber um das Ausmaß der Veränderung mindestens anzudeuten, will ich doch auf ein paar wenige Aspekte gerne aufmerksam machen. Als diese Handelskammer 1891 gegründet wurde, war Otto von Bismarck als Reichskanzler bereits entlassen. Entlassen von einem neuen, jungen, ehrgeizigen, politisch mäßig begabten deutschen Kaiser, Wilhelm II. Und schon kurze Zeit danach wurde deutlich, dass der erfolgreiche Kanzlersturz nicht unbedingt eine durchgreifende Verbesserung für dieses Land war. Eine Erfahrung, die wir in späteren Phasen der deutschen Geschichte dann auch gelegentlich nochmal gemacht haben. In diesem Jahr 1891 war es zu Beginn des gleichen Jahres zur Etablierung der dritten Säule eines gesetzlichen Systems von Sozialversicherungen gekommen, die nicht nur in Deutschland, sondern weit über unser Land hinaus als die Grundlagen eines modernen Sozialstaates verstanden werden. Zum 1. Januar 1891 war die gesetzliche Rentenversicherung in Kraft getreten. Und es lohnt schon, gelegentlich daran zu erinnern, wenn es denn so etwas wie einen deutschen Beitrag zu einem modernen Staatsverständnis gibt, dann ist es die Entwicklung des Sozialstaates. Wir haben die Demokratie nicht erfunden in Deutschland. Parlamente gab es auch anderswo früher als bei uns. Auch die Republik wurde in anderen Ländern früher ausgerufen als in Deutschland. Rechtsstaaten und Bundesstaaten gab es anderswo früher als in Deutschland. Aber nirgendwo früher als hier ist die Vorstellung entstanden, gewachsen und politisch etabliert worden, dass es einen Rechtsanspruch auf Leistungen zur Absicherung von Lebensrisiken geben solle. Und dass dies in einer organisierten, staatlich organisierten Kraftanstrengung auf Dauer gesetzt werden könnte und sollte. Allerdings, meine Damen und Herren, die damals 1891 in Kraft getretene Rentenversicherung schuf einen Rentenanspruch für etwa 10% der Bevölkerung ab dem 71. Lebensjahr. 90% der Bevölkerung waren in dieses System nicht integriert. Weder in ein gesetzliches System der Krankenversicherung noch der Unfallversicherung oder jetzt der Alterssicherung. Und um die Dimensionen zu verdeutlichen, die Lebenserwartung eines 60-jährigen Mannes betrug damals im Durchschnitt noch 12 Jahre. Zynisch formuliert, er starb rechtzeitig, bevor er den Anspruch realisieren konnte, den der sich entwickelnde Sozialstaat gerade demonstrativ begründet hatte. Die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer betrug unter Berücksichtigung der damals immer noch relativ hohen Geburtensterblichkeit 36 Jahre. Ein heute gesund geborenes Mädchen hat nach den Berechnungen der Lebensversicherer eine Lebenserwartung von etwas mehr als 100 Jahren. Die Jungen müssen sich mit schlappen 98 Jahren zufrieden geben, jedenfalls auf diese Zeitspanne einrichten. Was das im Übrigen für das
für die Konsistenz einer Gesellschaft und für das Funktionieren von sozialen Sicherungssystemen bedeutet, wenn der überwiegende Teil der Lebenszeit außerhalb der Erwerbsjahre stattfindet. Darüber haben wir vielleicht so gerade ernsthaft zu diskutieren begonnen. Aber dass diese Frage bereits konzeptionell gelöst oder gar in neue, haltbare Regelungen umgesetzt sei, davon kann ganz sicher keine Rede sein. Kurz nachdem diese Kammer gegründet wurde, meine Damen und Herren, hat die SPD, die große deutsche Arbeiterpartei, eines ihrer denkwürdigen Parteiprogramme verabschiedet. Das Ganze fand damals natürlich im Kontext eines sogenannten Sozialistengesetzes statt. Und es wäre jetzt reizvoll, aber wiederum leider nicht zu leisten, den nicht bestreitbaren Zusammenhang zwischen Sozialgesetzgebung und Sozialistengesetz im Einzelnen nachzuvollziehen, was nochmal wieder ein Thema für sich ist. Interessanter für die Gegenwart ist vielleicht der Hinweis, dass es auch damals intensive Auseinandersetzungen innerhalb der deutschen Sozialdemokratie darüber gab, ob man nun eigentlich eher einen revolutionären oder einen reformerischen Ansatz für die Weiterentwicklung dieser Gesellschaft wählen solle. Mit dem Gotha-Programm vom 21. Oktober rückte die SPD vom eher reformorientierten, umgekehrt mit dem Erfurter Programm, das 1891 verabschiedet wurde, rückte die SPD von dem eher reformorientierten Gotha-Programm von 1875 ab und erhöhte bei den darauf folgenden Reichstagswahlen prompt ihr Wahlergebnis. Auf, Herr Kelber, 23,4%. Und es gibt mindestens noch ein drittes Ereignis aus dem Jahr 1891, das außer der Kammergründung Erwähnung verdient. Und das ist die Sozialenzyklika des damaligen Papstes Leo dem 13. Rerum Novarum, fast zeitgleich zur Kammergründung, in dem er die Verpflichtung des Staates erklärte, sich für die Arbeiter einzusetzen und ihnen ausdrücklich das Recht zubilligte, sich in Interessenvertretungen zusammenzuschließen. Und es hat im Übrigen auch mehr als einen nur anekdotischen Reiz, darauf hinzuweisen, dass in der gleichen Sozialenzyklika der damalige Papst den Sozialismus als ungeeignetes Konzept für die Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft analysierte, während der jetzige Papst, wie Sie wissen, ähnliche Einwände gegen den Kapitalismus als vermeintlich geeignetes Modell zur Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft sieht. Die Zeiten haben sich gründlich geändert. Damals, als diese Kammer gegründet wurde, war vom rheinischen Kapitalismus noch gar keine Rede. Und von Globalisierung auch nicht. Heute findet sich in jeder ordentlichen Kammerbibliothek Regalmeter zu diesen Themen. Mit den damit verbundenen, zum Teil nun wirklich tiefgreifenden Veränderungen der Wirtschafts- und der Arbeitswelt und den sich daraus ergebenden, auch durchaus neuen Herausforderungen, sowohl für die Wirtschaft wie für die Gesellschaft und für die staatliche Verfassung des einen wie dem anderen. Als diese Kammer gegründet wurde, hat Max Weber, der vielleicht bedeutendste deutsche Sozialwissenschaftler, mit seinen maßstabsetzenden Studien über den Zusammenhang von protestantischer Ethik und Geist des Kapitalismus begonnen. Seitdem hat sich nach meiner Wahrnehmung der Geist des Kapitalismus noch dynamischer entwickelt als die protestantische Ethik, was ich jetzt auch nicht im Einzelnen weiter verfolgen kann und will. Aber dass sich neue Fragestellungen ergeben haben für die Wahrnehmung damit verbundener Verantwortungen, das möchte ich wenigstens als Stichwort hinterlassen haben, um vielleicht bei anderen Gelegenheiten etwas intensiver darüber nachdenken zu können. Wir haben gerade in den letzten Jahren eine Reihe von interessanten, gelegentlich auch besorgniserregenden Erfahrungen mit der Verselbstständigung von Wettbewerbssystemen gemacht.
von Märkten im Allgemeinen und von Finanzmärkten im Besonderen. Die Turbulenzen, die wir dabei beobachtet und durchgemacht haben, haben im Übrigen nicht nur Bilanzen ruiniert, sondern auch Biografien. Es kann keinen vernünftigen Zweifel daran geben, dass wir eine ruhige, nüchterne Bestandsaufnahme brauchen. Welche der Entwicklungen, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eigendynamisch mit einer scheinbar unwiderstehlichen Kraft stattgefunden haben, wirklich Errungenschaften sind? Und welche wir vielleicht auch eindämmen und wo es denn möglich ist, zurückführen müssen? Natürlich stellt sich in jeder Epoche, in jeder Zeitspanne die Frage nach dem Selbstverständnis, nach der inneren Verfassung einer Gesellschaft neu. Und man muss auch und gerade solche Prinzipien und Orientierung, von deren Gültigkeit man fest überzeugt ist, immer wieder auf ihre Haltbarkeit unter veränderten gesellschaftlichen, nationalen, vor allen Dingen natürlich auch internationalen Bedingungen überprüfen. Ich will mindestens auf ein Thema aufmerksam machen, das ich jetzt auch nicht im Einzelnen ausführen kann, von dem ich aber fest überzeugt bin, dass wir die Eigendynamik der damit verbundenen Entwicklung kritischer betrachten und auch begleiten müssen, als das jedenfalls in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Als diese Kammer, Sie haben, Herr Präsident, daran erinnert, vor 25 Jahren ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, da war die Weltwirtschaft, was die Dimensionen der Erzeugung von Weltsozialprodukten betrifft, dadurch gekennzeichnet, dass wir ein Weltsozialprodukt hatten, also als die Summe aller damals erzeugten Güter und Dienstleistungen in einer Größenordnung von etwa 25 Billionen US-Dollar. Und das Gesamtvolumen der Finanztransaktionen, der, wie wir das heute nennen, synthetischen Finanzprodukte, die weder was unmittelbar mit dem Kauf und Verkauf von Gütern noch von Dienstleistungen zu tun haben, sondern verselbstständigte finanzielle Fantasieprodukte, betrug damals 8 Billionen US-Dollar. Mit anderen Worten, das, was wir heute, übrigens wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig, Realwirtschaft nennen, war damals ungefähr 3-mal so groß wie die virtuelle Wirtschaft. Heute zum 125-jährigen Jubiläum Ihrer Kammer hat sich das Sozialprodukt, das Weltsozialprodukt, etwa verdreifacht. Es beträgt jetzt etwa 70 Billionen US-Dollar. Und die Summe der synthetischen Finanzprodukte beträgt jetzt etwa 600 Billionen US-Dollar. Es hat sich verzweihundertfacht in 25 Jahren, während sich das Sozialprodukt verdreifacht hat. Man muss im Übrigen, glaube ich, nicht mehrere Semester Volkswirtschaft studiert haben, um sofort zu begreifen, welche Folgen das für die Hebelwirkungen ökonomischer Prozesse auch und gerade in hochentwickelten Volkswirtschaften hat. Und die Frage, ob das eine Errungenschaft ist, oder eher eine Bedrohung, beantwortet sich zwar nicht wirklich von selbst, aber sie ist auch offenkundig nicht so banal, dass man diese Entwicklung schlicht und ergreifend sich selbst überlassen dürfte. Wir haben hier einen erheblichen Erklärungsbedarf. Ich glaube auch, dass wir hier einen erheblichen Handlungsbedarf haben. Zumal, ich darf mir das ja erlauben, manches für die Vermutung spricht, dass das, was in diesem Teil ökonomischer Prozesse stattfindet,
mit Wertschöpfung fast nichts zu tun hat. Es ist die Simulation von Wertschöpfung. Und es liegt in der Logik dieser Entwicklung, dass diese Konstruktionen regelmäßig so lange stabil bleiben, wie die Einbildung stabil bleibt, auf denen sie beruhen. Sobald diese Vermutung kollabiert, kollabiert das System. Mit der übrigens höchst unangenehmen Folge, dass die damit verbundenen tatsächlichen und befürchteten Folgewirkungen natürlich nicht von den Verursachern bewältigt werden, die dazu schlicht und ergreifend nicht in der Lage sind, sondern mit einer bemerkenswerten Regelmäßigkeit an genau die staatlichen Autoritäten weitergereicht werden, bei denen man im Allgemeinen dringend erwartet, dass sie sich aus wirtschaftlichen Zusammenhängen möglichst konsequent heraushalten sollten. Wir haben an dieser wie an manchen anderen Stellen Klärungsbedarf. Wir haben diesen Klärungsbedarf nach meiner Wir haben diesen Klärungsbedarf auch an manchen anderen Stellen, was das Auseinanderlaufen von Einkommens- und Vermögensentwicklungen angeht. Es gehört zweifellos zur Realität moderner Volkswirtschaften, dass wir mit immer niedrigerem Arbeitseinsatz ein immer höheres Sozialprodukt erwirtschaften. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte ist mit einem so niedrigen Arbeitseinsatz ein hohes Sozialprodukt erzeugt worden wie heute. Als diese Kammer gegründet wurde, betrugen die jährlichen durchschnittlichen Arbeitsstunden weit über 3.000 pro Jahr. Jetzt sind es etwa 1.500 pro Jahr. Aber das Sozialprodukt ist explodiert in der Zwischenzeit. Als diese Kammer gegründet wurde und andere auch, also am Ende des 19. Jahrhunderts, war es ein völlig unangefochtener ökonomischer Lehrsatz, dass Arbeit Wachstum schafft. Und Wachstum Arbeit. Beide Annahmen treffen heute so nicht mehr zu. Weder schafft Arbeit verlässlich Wachstum, noch Wachstum sicher Arbeit. Die Zusammenhänge zwischen Kapitaleinsatz und Wissen sind heute viel evidenter als die herkömmlichen über Jahrhunderte stabilen Relationen. Das hat heftige Implikationen, auch und gerade für Einkommens- und Vermögensverteilung in unserer Gesellschaft. Und es gehört zu den natürlich nicht abschließend beantworteten Fragen, wie denn eigentlich eine moderne Gesellschaft mit dem Gleichheitsprinzip als normativer Erwartung und der empirischen Erfahrung von wachsender Ungleichheit umgeht. Das ist so simpel nicht. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass die allermeisten Menschen mit der Erfahrung von Ungleichheit im Allgemeinen relativ gut zurande kommen, weil sie buchstäblich von Kindesbeinen an mit der Erfahrung groß werden, dass die Menschen nicht gleich, sondern unterschiedlich sind. Dass sie unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Fähigkeiten haben und dass sich daraus ganz unvermeidlicherweise auch Unterschiede ergeben. Das ist auch durchaus für den Bereich von Einkommen und Vermögen eine vertraute Erfahrung, mit der die allermeisten durchaus zurande kommen. Zum Problem wird Ungleichheit aber dann, immer dann und spätestens dann und schon gar im Kontext einer demokratischen, sozialstaatlich verfassten Gesellschaft, wenn es keinen plausiblen und erkennbaren Zusammenhang mehr gibt zwischen individueller Leistung und individuellem Einkommen und Vermögen. Und schon gar nicht dann, wenn der Eindruck entsteht, dass selbst bei verweigerter Leistung oder nachgewiesener Fehlleistung, die dafür gezahlten Vergütungen besonders großzügig ausfallen. Und auch hier rede ich nicht. Und auch hier rede ich ja eben nicht über ein erfundenes, theoretisches Problem, sondern über ein handfestes, praktisches Problem. Und dass im Übrigen die Relationen zwischen den Durchschnittseinkommen der Beschäftigten eines Betriebes und den Vorstandsvergütungen nicht nur, aber insbesondere in Aktiengesellschaften, übrigens unter den Bedingungen von Mitbestimmung,
sich in der Weise entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben, gehört zu den Themen, über die wir reden müssen. Weil hier Plausibilität und Legitimation einer Wirtschaftsordnung strapaziert werden, die nicht beliebige Reibungen verträgt. Es würde mich nicht wundern, Herr Präsident, wenn Sie sich eine Festrede etwas gemütlicher vorgestellt hätten. Aber ich vermute, Sie wussten, wen Sie eingeladen haben. Und ich denke, wenn solche Jubiläen über die berechtigte Freude darüber, was man in 100 oder 125 Jahren gemeinsam geleistet hat, hinaus für etwas gut sein sollen und können, dann als eine Gelegenheit darüber nachzudenken, ob und welche Aufgaben es denn gibt, die man sich für die Zukunft dringend vornehmen muss. Die Themen, von denen ich jetzt nur zwei, drei beispielhaft angesprochen habe, sind jedenfalls von einer Größenordnung, dass sie ganz sicher nicht durch Vertagung von selbst sich erledigen. Und es lässt sich für diese Themen auch mühelos zeigen, dass sie vermutlich von der Wirtschaft nicht alleine gelöst werden können, aber hoffentlich auch nicht allein vom Staat gelöst werden müssen, aus genau den Gründen, die der Wirtschaftsminister vorhin angedeutet hat. Und da die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Jahren ja gelegentlich unangenehme Erfahrungen mit Aktivitäten des Gesetzgebers in Feldern gemacht hat, in denen man mit guten Gründen argumentieren könnte, dass das eigentlich die Sozialpartner besser erledigen können, die es aber nicht erledigt haben, bis der Gesetzgeber sich genötigt sah, genau die gesellschaftlich eingeforderte Lücke zu füllen, die dringend geregelt werden musste, wäre es meine dringende Empfehlung, dass wir uns in der bewährten Partnerschaft von Staat und Wirtschaft für die nächsten nicht 125 Jahre, sondern 25 Jahre vornehmen, diese Themen jedenfalls einer überzeugenden Lösung zuzuführen. In diesem Sinne verbinde ich meine herzliche Gratulation an dieses stolze Jubiläum mit ebenso guten Wünschen für eine hoffentlich überzeugende Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.